Hallo ihr Lieben, heute geht's wieder los, wie jeden Tag. 5 Minuten oder schaffen wir mehr? Ich denke, 5 Minuten reichen. Ich habe schon ein bisschen blaue Flecken wieder. Hier so, nur so minimal. Ich nehme hier mein Aloe Vera Konzentrat. Dann hoffe ich, dass das morgen oder so wieder weg ist. Habe ich nämlich gestern entdeckt. Gestern habe ich aber auch noch ein bisschen länger gemacht. Und gestern habe ich, keine Ahnung, 10, 11, 12 Minuten. Es rutscht runter. Das ist nämlich, wenn der Reifen zu weit runterrutscht und über die Beckenknochen rollt. Also wenn der da drüber geht, kriegt man blaue Flecken. Oh. Der Anschwung des Hulens, den ich jetzt gerade falsch gemacht habe, ist übrigens auch recht witzig, wichtig. Und reden klappt heute nicht so gut. Ich lasse das erstmal wieder. Soll ich am Ende des Videos ein paar Fragen stellen? Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben. Die Antwort. Oh, gut. Reden klappt nicht. Rutscht immer dann so weit über die Beckenknochen runter. Und das möchte ich nicht. Mein Hula-Hoop wiegt übrigens 1,2 Kilo. Das ist auch ganz gut. So leicht sollte er nicht sein, wenn er dann runterfällt. Zu schwer sollte er auch nicht sein. Ich rede zu viel. Ich meine, ihr übrigens, manchmal hole ich das mit den Beinen im Schwung und manchmal aus der Hüfte. Jetzt Hüfte, immer nach vorne, nach hinten oder links und rechts, nicht kreisen. Kreisen funktioniert nicht, habe ich am Anfang auch immer gemacht. Ging nicht, ging gar nicht. Aber so kann man ein bisschen variieren. Nehmen wir mal aus den Beinen das nimmt. Aus den Beinen das. Die Kraft. Und aus dem Bauch mal. Und Rücken. Wusstet ihr schon, dass der Hula Hoop auch den Beckenboden mit trainiert bei Frauen. Männer können das auch, aber bei den Männern ist es ohne Beckenboden. Ist ja keiner so. Schreibt das mal in den Kommentaren, ob ihr das wusstet mit dem Beckenboden. Dankeschön. Bin gespannt. Ich frage mich auch, wie genau der mittrainiert wird. Aber der Muskel wird einfach wohl mittrainiert. Hab
Habt ihr sonst noch irgendwelche Themen oder Interessen, die euch auf der Zunge liegen, worüber ich was berichten kann oder ein Video machen kann? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da unten rein. Gerne, gerne. Ich kann euch mal unser Haus zeigen. So eine Haustour. Auch immer so interessant. Am besten, wenn mal niemand hier ist. Was sehr schwierig ist, aber wenn man Homeoffice hat. Und immer hier ist. So gut wie immer. Wir haben jetzt knapp 6 Minuten. Ein ganz bisschen mache ich noch. Und ihr auch. Immer schön mitmachen, ne? Oder wenigstens daran denken, dass ihr mitmacht. So. Geistige Fitness. Ist ja auch ganz wichtig. Geistige Fitness. Kann mich eigentlich gut hören? Na, ich hoffe doch. Unterstützt mich gerne, indem ihr mir einen Daumen gebt. Nach oben bitte. Und ein Abo da lasst. Vielen Dank, sage ich schon mal. Und wünsche euch auch noch einen schönen Abend und Nacht. Und wir hören und sehen uns bestimmt morgen nochmal. Über 7 Minuten haben wir jetzt sogar geschafft. Tschüss. Schön fleißig bleiben und artig.